gefolgt wird. Liebe Freunde, die Maskenpflicht bringt mich zu der Frage, ich wollte eigentlich ganz anders anfangen, aber die bringt mich zu der Frage, ob es jemals einen 17. Juni 1953 gegeben hätte, wenn damals auch die Maskenpflicht geherrscht hätte. Wie einfach hätten wir es den Russen und den regierenden Sozialisten in der DDR gemacht, wenn die einfach gesagt hätten, ihr dürft euch nicht versammeln, ihr habt keine Masken auf, gell? Also man kann gleich den Bogen schlagen von 1953 am 17. Juni, als hier genau um diese Uhrzeit, und deshalb haben wir bewusst diesen Platz hier ausgesucht, als genau um diese Uhrzeit aus der Amthorstraße kommend russische Panzer hier auf diesen Bordstein gewendet haben. Bis vor einigen Jahren konnte man die Panzerspuren ungefähr da, wo das verkehrsberuhigte Zoneschild steht, noch sehen. Aus genau diesem Grund ist übrigens da auch die Gedenkplakette zum 17. Juni eingelassen. Warum machen wir die Veranstaltung als AfD-Bundestagsfraktion heute hier? Ganz einfach, weil der 17. Juni Helden hervorgebracht hat, die leider ihren Heldenmut mit dem Tod bezahlen mussten. Der 17. Juni hat viele Verurteilte hervorgebracht, die dann im Nachgang zum 17. Juni 1953 teilweise für immer, teilweise für mehrere Jahre im Knast verschwunden sind. Der 17. Juni hat zerrissene Familien zu Tausenden hervorgebracht, gebrochene Lebensläufe, die Menschen haben gelitten. Das waren richtig Helden, die am 17. Juni ohne Maskenpflicht 1953 auf die Straße gegangen sind. Deshalb wollte ich zu Beginn der Veranstaltung darum bitten, eine kurze Schweigeminute für die Opfer des 17. Juni 1953 einzulegen. Und zu dieser Schweigeminute hätte es auch ein bisschen Anstand vielleicht, ist vielleicht auf der linken Seite noch da, dass auch anlässlich dieser Schweigeminute auf der linken Seite bei den Gegendemonstranten, die gerne danach weitermachen können, einfach mal Ruhe einkehrt, dass wir in uns gehen und der Opfer des 17. Juni 1953, den Toten, den Verurteilten und den zerbrochenen und zerrissenen Familien gedenken.